Heute koche ich, morgen backe ich, übermorgen fällt mir auch noch etwas ein. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das mit dem Mundschutz finde ich voll gemein. Hallihallo, meine Lieben, ich bin's wieder. Gleich zu Anfang, weil das immer wieder gesagt wird, es soll ein Brot und Brötchen Special geben, Brot und Brötchen backen. Ich habe bereits einmal Brot gebacken. Ich habe einmal, ich glaube, ich sogar zweimal Brot gebacken. Ich habe auch schon Brötchen gebacken. Schaut euch die Videos erstmal an und kommentiert das, ob ihr die schon gebacken habt und wie die euch schmecken. Ich werde auf alle Fälle nochmal Brötchen backen. Und ich werde auch vielleicht auch nochmal Brot backen. Aber schaut euch erstmal die Videos an, die da sind, bevor ihr hier Stunk macht. So. Und heute mache ich eine Kleinigkeit zum Abendbrotessen. Marco und ich, wir haben beide nicht viel Hunger. Marco ist noch unterwegs, fährt noch Bus. Und ich werde jetzt euch erstmal zeigen, was wir für Zutaten haben. Denn heute gibt es Schiffchen auf dem Roten Meer. Wir haben dazu, hier vorne fange ich mal an, das hier. Das ist Senf. Hinter dem Senf liegt ein Ei und eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich da geriebenen Käse, dann habe ich Reisnudeln, dann habe ich da Hackfleisch, rote Paprika, ein eingeweichtes Brötchen, gehackte Tomaten aus der Dose und Tomatensoße. Okay, los geht's. Ich beginne mit dem Hackfleisch und an das Hackfleisch kommt jetzt erstmal das ausgedrückte Brötchen. Also das Brötchen, das war knochenhart, das lag schon ein paar Tage und das habe ich eingeweicht. Und jetzt drücke ich das vorsichtig aus und gebe das eingeweichte Brötchen mit an das Hackfleisch. Ist jetzt hier schön matschig. Das ist für die Bindung. Dann kommt daran das Schälchen mit dem Käse. Kommt dran. Dann kommt dran Senf. Den könnt ihr nach Belieben machen. Marco und ich essen gerne Senf, das heißt, ich mache ein bisschen mehr Senf ran, also so 3 bis 4 Teelöffel voll. Dann habe ich hier ein Ei. Das knacke ich mit dran. Dann habe ich Salz und Pfeffer. Das muss ich erstmal aufkriegen, einhändig. Warum geht das nicht? Jetzt. Den Deckel nicht mit reinschmeißen. So. Jetzt muss ich euch tatsächlich weglegen. Also, ich mache hier noch Salz und Pfeffer ran. Salzmühle habe ich hier. Und Pfeffer mache ich noch ran. Und die 2 Zehen mit Knoblauch und die Zwiebel mache ich auch noch ran. Wie das dann aussieht, zeige ich euch gleich. Tada! Alles fein gehäckselt, also Zwiebeln und Knoblauch gewechselt. Gewürzt habe ich es auch. Und jetzt wird das Ganze hier. Oh, ich muss noch was erklären. Ich mache heute viel mit rechts und nicht mit links, weil ich links mit meinem Daumen Probleme habe. Und damit ich den schone, ist da ein rotes Dreieck drauf, dass ich mich immer wieder dran erinnere. Kleiner Tipp von meinem Mann. So, das heißt, ich werde nachher mit rechts hier alles schön durchkneten. Und das Hackfleisch, wenn es durchgeknetet ist, lasse ich circa, damit die Würze auch schön durchziehen kann, circa eine Viertelstunde ruhen. Das Hackfleisch ruht, nicht ich. Ich zeige euch, wie es weitergeht. So, liebes Hackfleisch, du darfst ausruhen. Wir kümmern uns inzwischen um die Schiffchen. Dazu habe ich 2 Paprika, für Marco und mich jeden eine. Und hier seht ihr ja diese wunderschönen Linien. Entlang dieser Linien schneide ich jetzt und hole das Kerngehäuse raus und bekomme somit am Ende 8 kleine Schiffchen. Wie es fertig aussieht, zeige ich euch. Wie ich schneide, nicht, weil das solltet ihr selber können. Die Schiffchen sind schon mal fertig präpariert. Entschuldigung, hat einen Frosch im Hals. Und wenn ihr die kleinen Kernchen hier so schlecht rauskriegt aus der Paprika, dann könnt ihr die Paprika umdrehen, so halten und mit der anderen Hand, das kann ich jetzt nicht, weil ich muss ja die Kamera halten, klopft ihr vorsichtig auf eurem Handrücken herum.
Und dadurch lösen sich die Kernchen ganz gut und bleiben keine Reste drin. Also ich habe zumindest keine Reste drin. Dann habe ich die Paprika jetzt vorbereitet. Eventuell, ja, vielleicht sollte ich sie vorher noch ein bisschen ausspülen. Weiß ich noch nicht. Und dann fülle ich die Paprika mit unserem Hackfleisch, das da steht. So sieht das Ganze dann aus. Also, nehme einen Teelöffel, nehme schönen großen gehäuften Teelöffel und füllen das. Einhändig ist nicht so einfach, sage ich gleich. Fülle das hier ein. Drückt das richtig schön fest und am Ende sieht es dann, wie gesagt, so aus. Und ich mache das in einer Auflaufform, weil dann kann die Flüssigkeit, die aus dem Paprika austritt, nicht so leicht auslaufen. Wenn ich es auf dem Backblech mache, habe ich ein ganz großes Backblech eingesaut und muss mich wieder ablagen und das Ganze zu schrubben, weil das passt nicht in die Spülmaschine. Eine Auflaufform hingegen passt schön in die Spülmaschine und man muss sich nicht plagen. Also nehmt lieber eine Auflaufform. So sehen mein Schiffchen am Ende aus. Gut gefüllt, gut geladen. Wie sagt man eigentlich, wenn Schiffe geladen sind? Entladen heißt ja löschen. Und wenn die Schiffe beladen sind, heißt es dann auflöschen, auslöschen. Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Auf alle Fälle sind die Schiffe jetzt beladen. Und damit die noch ein bisschen Ballast kriegen. Ihr kennt mich, ich brauche immer viel Käse. Mache ich hier jedoch bei jedem ungefähr eine Handvoll Käse drüber. Kann auch mehr sein. Käse ist nicht schlimm. Käse enthält übrigens viel Eiweiß und Protein. Und manche sagen ja immer, Protein sei wichtig. Und weil das eben wichtig ist, machen wir eben noch ein bisschen Käse drüber. Übrigens, ich hatte jetzt hier 550 Gramm Hackfleisch für 8 Viertelchen, 8 Schiffchen. Wenn das interessiert, ich schreibe es aber auch gern nochmal in die Beschreibung rein. So, Schiffe sind beladen und ich schiebe die Schiffe jetzt für eine Dreiviertelstunde in den Ofen, also für 45 Minuten in den Ofen bei, sagen wir, 175 bis 180 Grad Umluft. Also dann, Schiff ahoi! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, wenn ich Paprika kaufe, kaufe ich die meistens nicht nur eine einzeln, sondern mehrere. Und mich hat es hier erwischt und hier ist die Paprika nicht mehr gut. Deshalb konnte ich die nicht zu einem Schiffchen verarbeiten. Aber das macht nichts, die schneide ich jetzt schnell noch klein und dann mache ich mich ans Rote Meer, also an die Soße. Seht ihr die Blubberblasen? Das heißt, das Essen, also das Öl ist soweit heiß. Und ich schmeiße jetzt in den Topf, nein, ich schmeiße nicht, aber ich gebe in den Topf als erstes mal die Paprika. Na, kommt schon, hüpft rein. Und dann brate ich die Paprika ein bisschen an. Und zu den Paprika gebe ich noch eine klein gehackte Zwiebel. Man muss auch bündelig sein, wenn man nur eine Hand zur Verfügung hat. So, das Ganze dünstet sich jetzt ein bisschen an. Und wenn das Ganze schön ausgelassen ist, gebe ich hier noch einmal die Tomaten dazu, gehackte Tomaten. Und einmal fertige Tomatensoße. Und das war's dann eigentlich auch schon. Da die fertige Tomatensoße Würze mitbringt, brauche ich das Ganze auch nicht würzen. Ja, und dann lasse ich das so 5 Minuten, 10 Minuten vor sich hin prägeln. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es fertig ist. Wir haben schöne Stückchen drin, weil ihr wisst, Crazy Cooking Queen mag Stückchen zum Kauen. Und die Soße halte ich jetzt einfach schön warm. Ich habe sie hier auf 3 stehen und halte die Soße schön warm, bis die Schiffchen fertig sind. Das macht nichts, wenn die ein bisschen länger steht, dann kocht die ein bisschen ein, wird die ein bisschen dicker. Das Ganze macht nichts. So,
Und weil das gewünscht wurde, habe ich mir jetzt auch eine neue Aufgabe gestellt. Da das mit den Rätseln ja nicht mehr so gut ankommt, lasse ich das jetzt mit den Rätseln in Zukunft. Und stattdessen gibt es jetzt in jedem Video einen Haushaltstipp von mir. Ich weiß, viele von euch, die mich gucken, haben auch nicht so viel Geld wie ich. Also ich habe ja auch nicht viel Geld. Markus Alleinverdiener. Und deshalb habe ich mir im Laufe meines Lebens jede Menge Haushaltstipps angeeignet, die ich natürlich gern an euch weitergeben möchte. Und deshalb gibt es heute von mir Haushaltstipp Nummer 1. Wenn ihr wenig Geld habt, geht am besten abends einkaufen. Also wenn der Laden um 20 Uhr schließt, geht um 19 Uhr oder 19:30 Uhr. Viele Lebensmittel, die an diesem Tag oder am Folgetag ablaufen, werden um 30, manchmal um 50, eventuell teilweise sogar um 70% gesenkt. Vor allen Dingen was Fleischwaren oder so überhaupt frische Sachen, Joghurt, Butter und sowas wird gesenkt. Und da könnt ihr jede Menge Geld damit sparen. Auch Brot, also zum Beispiel, wo ich hingehe, da gibt es auch Brot gesenkt. 50% oder Obst, Gemüse, so Pilze zum Beispiel. Die Paprika, die ich gekauft habe, die sahen noch top aus, aber waren im Preis gesenkt. Und weil halt die eine matschige dabei war. Und hätte ich jetzt drei normale Paprika gekauft, hätte mich das 50% mehr gekostet, als wie ich jetzt bezahlt habe. Also geht kurz vor Ladenschluss einkaufen oder wenn der Laden um 8 Uhr aufmacht, geht am besten früh gleich um 8 hin. Dann sind manchmal noch die Reste auch noch da. Mein Haushaltstipp für heute. Die Soße ist soweit fertig. Die hat jetzt schön geköchelt. Und hier habe ich jetzt nochmal einen Topf aufgesetzt mit Salzwasser. Und darin koche ich jetzt die Reisnudeln. Diese hier. Moment, diese. Die heißen deshalb Reisnudeln, weil die aussehen wie Reis, sind aber aus Hartweizengrieß und schmecken ja wie Nudeln eben. Und ich finde, die passen ganz gut dazu. So, und wenn das Wasser kocht, haue ich die hier rein und dann brauchen die ungefähr 8 Minuten, laut Verpackung, brauchen die 8 Minuten, bis die weich sind. Und Marco hat gerade angerufen, er ist in einer Viertelstunde da. Also, los, los! Hurtig, hurtig. Die Reisnudeln sind gut. Schaut mal, wie lecker die jetzt aussehen. So, und ich habe hier meine Schaumkelle geholt. Und da kann ich die ganzen schön abtropfen lassen. Und mache die hier vorne. Ich habe hier schon mal die Schiffchen hingestellt. Ihr seht, ihr habt kleine Segel gesetzt, damit sie auch durchs Rote Meer schippern können. Und dann mache ich hier vorne. Das hier ist mein Strand. So. Ja, das soll mein Strand sein, also der Sandstrand. Deshalb habe ich gelbe Nudeln genommen, also Hartweizennudeln genommen, dass ich hier vorne einen schönen, ups, das war ein bisschen daneben, bisschen Sandstrand simulieren kann. Auf dem anderen Teller natürlich auch. Ich hoffe jetzt diesmal nicht mit Kleckern. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Die Türe geht auf. Und wir sind pünktlich fertig. Und ich kann rufen: Schatz, das Essen ist fertig.